Ach, Tatsache. Nein, nein. Wir sind tatsächlich gestorben. Also. Wow. Was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zum nächsten Part von Infliction. Jawohl, das letzte Mal sind wir hier in der Garage stehen geblieben. Unser Auto ist auf, nee, nicht mysteriöse Weise verschwunden. Wir sind das letzte Mal damit ja weggefahren. Aber eingesperrt sind wir hier. Das auf jeden Fall. Und, gut. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Das Telefon klingelt. Wir können zwar ein paar Sachen angucken, aber die Türen sind verschlossen. Licht können wir natürlich auch nicht anmachen, war ja klar. Also, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Da ist einer aber auch ganz schön auf Nummer sicher gegangen. Hier, guck mal, wie viele Schlösser sind denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ne, jetzt kann ich den. 6. 6 Schlösser. Hier kommen wir auch nicht raus. Also, in dem Spiegel ist die Tür offen. Scheiße, ich will da nicht. Oh, ich will da nicht so lange rein. Nein. Hä? Als ob. Wir sind durch den Spiegel gesprungen. Okay. Erstmal ein frisches Bier. Oh, lecker. So, weiter geht's. Das scheint auch alles hier spiegelverkehrt zu. In den Keller gehen wir ganz bestimmt nicht rein. Abgeschlossen. Und abgeschlossen. Scheiße, wir müssen in den Keller. Gut. Unsere Frau war anscheinend sehr künstlerisch begabt gewesen, das sieht man hier. Der ist wahrscheinlich tagtäglich die Fantasie mit durchgegangen. Verdammt, was müssen wir hier unten machen? Boah, ist die Musik laut. Bisschen Fingerfarben malen. Ach, guck mal, hier hinten kommen wir durch, oder? Nee. Doch, hier kommen wir durch. Nein, da kommen wir nicht durch. Doch, da kommen wir durch. Yo, was geht denn hier ab? Als ob die hier unten gerade so ein Sadomaso-Zeug gemacht haben. Ihhh. Ist das ein Kopf? Naja, auf jeden Fall Innereien sind das. Oder ein Herz oder irgend sowas. Da ist die Maske, die wir gesehen haben. Jo, alles klar. Einige sammeln Setzkastenfiguren, andere Porzellangeschirr, die sammeln Gedärme. Ich nehme mal an, dass wir mal reingucken hier. Das große Buch, wo alles drin steht. Jo. Ein gewaltsamer Tod bringt hasserfüllte Geister hervor. Um einen solchen Geist zu befreien, musst du ein Ritual durchführen. Das müssen wir machen. Für das Ritual benötigst du folgende Objekte, die mit dem Geist in Verbindung stehen. Einen beliebigen Überrest der Verstorbenen. Da werden bei den ganzen Gedärmen unten sicher genug dabei sein. Ein Bild des Verstorbenen, Kleidung, die vor den Angesichts des Gottes getragen wurden, also ein Hochzeitskleid wahrscheinlich, oder ja, in ihrem Fall ein Hochzeitskleid, und ein Familienerbstück oder Andenken. Okay. Einige Objekte durch das Feuer, reinige alle Objekte durch das Feuer der Flamme und verstreue ihre Asche am Ort des Verbrechens. Also was brauchen wir? Muss ich das aufschreiben? Hier steht sicher im Tagebuch dann drin. Überreste brauchen wir. Ein Bild, Kleidung, also das Hochzeitskleid brauchen wir. Und ein Familienerbstück oder ein Andenken. Ja, passt. Oh oh. What the fuck? Die.
Das Glas mit Gedärmen ist hier runtergefallen. Das ist Farbe. Ich will nochmal schnell nachgucken. Nichts wie raus hier. Ja, super toll. Verlasse den Keller. Würde ich gerne, aber die Musik, die... Oh mein Gott. Lampe, Lampe. Ich sehe nichts mehr. Sind wir gestorben? Ich weiß nicht. Wir sind gestorben. Oder? Oh, jetzt habe ich mir den Fuß angestoßen. So ein Scheißdreck aber auch. Hey, 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 hey. A woman was found murdered in her home. Stabbed over 10 times. Managed to make a call to 911. Had been victim to domestic abuse. It's just me and the monster living in the Josie's drink. Maybe it is my fault. Yeah, abandon him. Thank you so much. Hm? Sind wir jetzt... Sind wir jetzt gestorben? Nee, oder? Nee. Doch? Ja? Nee. Nee. Neue Mission. Finde Überreste von ihr. Ja, wir sind nicht gestorben. Was war denn das für ein Geräusch? Ja! Okay. Überreste, Überreste. Wo können... Die ist einfach mal da lang gelaufen. Wo könnten wir über... Egal, ist mir jetzt scheißegal. Ist das ohne Scheiß? Halt, halt. Steht da alles Mögliche. Der erste Gegenstand, der für das Ritual benötigt wird, ist ein Überrest der Verstorbenen. Vielleicht... Vielleicht findest du... Im Bad, genau. Vielleicht ein paar Haare. Ja, Zähne werde ich im Bad wohl nicht finden, aber Haare könnte ich... Was steht da? You will be down here soon. Im Klo sind mal keine Haare. Umdrehen tue ich mich nur ganz langsam. Hey, das Bild habe ich unten im Keller gesehen. Hat die das aufgehängt? Vielleicht in dem anderen Bad finden wir vielleicht... Ich dachte gerade... Ey, guck mal, ich dachte, da hockt jetzt einer. Hier, der Kopf von dem Baby. Will der mich verarschen? Ja, zum Glück kann man hier nicht sterben, oder zumindest glaube ich das. Oder man steht hier nicht unter Zeitdruck oder irgend sowas. Haare. Haare oder Zähne. Ja, wie gesagt, am besten gehen wir ins Bad rein. Das war mal dort gewesen. Ich könnte drauf schwören. Wieso? Nein. Nein, man kann sich hier verstecken. Oh, das heißt, man kann vor dem Geist abhauen. Der erste Gegenstand, den du für das Ritual benötigst, wird Überrest des Verstorbenen. Vielleicht findest du in der Nähe ein paar Haare oder Zähne. Kann die uns töten? Demnach? Fuck you. Wir gehen jetzt einfach nochmal ins Zimmer, wo wir sie umgebracht haben. Das war ja eigentlich... Nee, wir müssen runter. Ich bin überzeugt, wir müssen runter. Ich komme jetzt runter, okay? Wieso kann man sich auch hier verstecken in dem Spiel? Da wieder der Spiegel.
Okay. Guck mal, was haben wir gefunden? It's been 4 years. I need you and I love you more than I can express. Please, please get some help. They have a clinic and... No, please listen. Don't get angry. No, please. Okay, okay. Die wollte anscheinend auf jeden Fall im... Ja, ja gut, das lese ich jetzt nicht alles durch. Ihrem Mann helfen, dass er vielleicht in eine Klinik geht, sich mal untersuchen lässt. Was ist los? Okay. 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 Ich kann mich nicht mehr bewegen. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Nicht umdrehen. Ich hab die Augen zugehabt. Ist da was passiert? Da komm ich nicht rein. Da komm ich nicht rein. Was haben wir hier? Mitnehmen. Eine Kamera. Du kannst gerade eine... Du hast gerade eine Kamera aufgemacht. Die Kamerataste. Ehe weiter. Im Kameramodus kannst du Fotos aufnehmen. Fotos enthüllen oft versteckte Hinweise und über... Ist ja mega strange, wie tief das Spiel geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Versteckte Hinweise und Überraschungen, die du sonst nicht sehen würdest. Wenn du nicht weiterkommst, dann versuche ein Foto zu machen. Möglicherweise findest du eine Lösung oder einen Hinweis. Die Kamera verfügt über unbegrenzt viel Film. Wenn du aber einen Kamerafilm in der Welt sehen solltest, dann denke daran, deine Kamera zu verwenden. Also mit E. Kamera mit C. Closer. Nice. Was ist damit gemeint? Zeig nochmal her. Oh, es ist gut gemacht. Warte, 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 warte. Näher ran. Schlüssel? Noch näher? Oh, 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 nice! Wir haben den Schlüssel genommen, gefunden. Okay, jetzt sind wir im Keller. Guck mal hier. Nee, das können wir nicht benutzen. Ich habe das Gefühl, die FPS geht total in den Keller runter. Meine Güte. Wir sind wie lange mal auf dem? 15 Minuten? 14 Minuten? Pass. Aber wir sind jetzt... Was haben wir hier? Ja, Alkoholflaschen, ja? Are you? All you do is drink. You're a monster. You can't live like this anymore. Boah, wie laut. Hier sind ja nur noch. Strange, einfach nur noch strange. So übel das jetzt auch aussieht, aber wir machen das. Nee, das wäre jetzt gerade was. Wow. Krass. Ich glaube, wir sind gestorben. Oder sowas. Ich weiß nicht.
Ja. I'm not the one with problems. I just need to numb the pain. It's the only thing I can do to not feel. Nee, wir sind nicht gestorben. Oh, wir laufen wieder zurück? Leute, ich fange an, mich hier zu verlaufen. Ach, Tatsache. Nein, nein. Wir sind tatsächlich gestorben. Also. Wow. Wow. Okay, das ist übel. Also hier gehen wir sicher nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Was haben wir hier? Helfende Hände. Okay. Ja gut, okay. Das ist sehr, sehr viel Text jetzt hier alles. What the fuck? Was war das da hinten? Hey, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so ist. Ich dachte, man läuft ein bisschen durchs Haus, muss dann einen Geist bekämpfen und ist fertig. Jetzt läuft da hinten so ein fetter Metzger rum. Oh. Nein, wieso mache ich auch die Türen auf, ich Depp? Jetzt müssen wir uns das nochmal angucken. Also man kann hier sterben. So sieht's aus, ja. Aber wir spielen ja jetzt den Mann. Nämlich, das ist ja so. Aber am Anfang ja auch. Und dann sind wir gegen den Baum gefahren und sind doch dabei anscheinend auch gestorben. Nee. Wieso? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was soll ich machen? Am letzten Dingsmonst würde ich gerne laden. Spiel beenden. Hauptmenü. Nee. Erinnerung. Inventar. Mission. So, was geht? Ich bin wieder da. Ich muss einen kleinen Cut setzen. Das Spiel hatte sich aufgehängt. Jetzt starten wir einfach wieder vorne. Bei dem dicken, fetten Metzger, da starten wir jetzt einfach wieder. Und diesmal gehen wir nicht bei den seitlichen Türen rein. Ich glaube, das ist einfach nicht gedacht dafür. Sondern wir folgen mal dem guten Schlachter Udrich. Also Glückwunschkarten hier. Oh, wir haben so ein Tape gefunden. Warte schnell. Mitnehmen. Und wie können wir das jetzt angucken? Kamera? Warte mal hier. Option, Erinnerung, Inventar. Guck mal hier. Das da. Hauptsache, wir haben die Flugtickets noch. Ja, ich will... Oh, guck mal, auf den Dingern steht ja echt ein Hinweis. Wir müssen... Vorhin haben wir eine Blutspur auf dem Boden. Steht da was? Was an... Unlucky for some. Komisch. Nein! Ich hab gedacht, wir müssen da reingehen. Scheiße. Ich hoffe, das Spiel hängt sich jetzt nicht schon wieder auf. Ah, warte mal. Als ich ein Foto gemacht habe, haben wir eine Blutspur auf dem Boden gesehen. Vielleicht müssen wir tatsächlich dieser Blutspur einfach nur folgen. Ah, es läuft wenigstens wieder.
Nee, warte, laufen wir wieder zurück. Doch, nee, ne? Doch, ne? Hä? Wo müssen wir lang? Nee, wir starten ganz am Anfang, okay. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich dieser Blutspur auf dem Boden folgen. A spokesperson from the CADV, or Citizens Against Domestic Violence, had mentioned during a press statement that it's easy to turn a blind eye to domestic violence by explaining away the problem. Often in cases like these, victim is a schade, okay. As we all know, love... Warte, ich teste das jetzt mal. Wow, schon wieder. Also, das ist geil mit diesen Fotos. Ich würde gern wissen, wie man... Ich würde gern wissen, wie man Dings... Oh, man kann das Licht anschalten. Wie man diese Videos anguckt. Das hat er mir noch gesagt. Ich... Der Option, gab es da noch irgendwo Hilfe? Kamera. Ah, hier war was, genau. Hier. Kamera verfügt über unbegrenzt viel Film. Wenn du aber einen Kamerafilm in der Welt sehen solltest, dann denke daran, deine Kamera zu verwenden. Verstehe ich nicht. Ich habe den Film im Inventar, aber ich kann ja nichts drücken. Hier, da. Komisch. Oder der zeigt uns einfach spezielle Sachen mit der Kamera. Ich weiß es ja nicht. Hier, da habe ich das mal eine Blutspur auf dem Boden gesehen. Die ist noch da, genau. Ja, so halb zumindest. Wir folgen der mal. Ich nehme mal an, ein Weg ist richtig. Und die anderen, die töten einen. Nein. Bis jetzt? Ich sehe nichts. Links. Ey, ich hoffe, das stimmt. Oh, das stimmt sogar. Ich mach die Tür zu. Ah, wir sind wieder im Raum, im Haus. Wow. Der hat aber auch nur Alkohol im Kühlschrank. Ohne Scheiß, ey. Ein Zahn. Wir haben was gefunden. Yes. Neue Mission. Finde über... Was? Sauber. Wir haben einen Zahn gefunden. Und damit haben wir wahrscheinlich auch den nächsten Checkpoint abgeschlossen. Und ich bin an der Stelle auch angekommen, dass ich mich von euch verabschieden muss. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, ihr seid auch am nächsten Tag wieder dabei. Ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.